Ben ist eine kleine Rangierlokomotive mit vier kleinen Rädern, einem kurzen gedrungenen Schornstein und einem kleinen gedrungenen Führerhaus. Aber er hat auch einen Zwillingsbruder, Bill. Bill und Ben sind sich zum Verwechseln ähnlich und nur ihre Namen und Nummern unterscheiden sich. Aber Bill war erst kürzlich nach Sodor gekommen, da die beiden nach einem Streit auseinanderfielen. Der dicke Kontrolleur ließ für Bill extra eine weitere Bucht im Depot bauen, damit er und Ben nicht in derselben schlafen mussten. Eines Tages kam er zu den beiden. Guten Morgen, Ben. Guten Morgen, Bill. Guten Morgen, Chef. Bill, ich habe einen besonderen Auftrag für dich. Du müsstest temporär auf Thomas' Nebenstrecke aushelfen. Momentan hat sie keine Lokomotive für Güterverkehr und da dachte ich mir, wenn wir schon eine neue Lokomotive haben, dann können sie sich darum kümmern. Vielen Dank, Chef. Sie können sich auf mich verlassen. Und was ist mit mir, Chef? Und Ben? Auf dich wartet deine gewohnte Rangierarbeit. Oh, natürlich, Chef. Ben, ich weiß nicht, wo Thomas' Nebenstrecke ist. Kannst du mich hinführen? Na klar. Einfach von Napford aus nach Trier abbiegen und der Strecke folgen. Okay, führst du mich trotzdem? Naja, ich könnte mich etwas mit dem Rangieren verspäten. Aber na gut, kein Problem. Vielen Dank. Und die beiden Rangierlokomotiven machten sich auf den Weg. Doch als sie in Napford angekommen waren... So, da vorne links und du bist drauf. Viel Erfolg! Bill, ich hätte nicht gedacht, dass du den Weg alleine herfindest. Glückwunsch. Aber eigentlich... Ben, du solltest jetzt im Rangierbahnhof sein. Geh sofort an deine Arbeit. Aber... Oh, ja, Chef. Danke sehr, Ben. Im Rangierbahnhof traf Ben auf Thomas, da dieser vor seiner ersten Fahrt auch noch Rangierarbeit zu leisten hatte. Hallo Ben, wo ist Bill? Der wurde geschickt, um auf deiner Nebenstrecke auszuhelfen, als Güterlok. Ach, gut, dass sich endlich mal jemand darum kümmert. Naja, man hätte auch mich fragen können. Ich stehe sowieso nur den ganzen Tag im Rangierbahnhof herum, um ab und zu rangieren oder ganz selten mal Edwards Nebenstrecke langfahren zu können. Naja, immerhin hat der dicke Kontrolleur eine Lösung für das Güterproblem gefunden. Ja, super. Also ich muss jetzt los auf meine Nebenstrecke. Ich grüße Bill von dir. Ja, mach das, Thomas. Am Nachmittag gesellte sich Edward in den Rangierbahnhof. Guten Mittag, Ben. Alles in Ordnung? Hallo, alles in Ordnung. Alles wie immer. Bist du dir da sicher? Doch dann kamen Thomas und Bill lachend in den Rangierbahnhof. Oh, hallo ihr beide. Ihr scheint euch ja zu amüsieren. Oh ja, Bill ist herrlich, wie er auf eine so lustige Art und Weise frech sein kann. Was er eben so Bertie gesagt hat, war unglaublich. Aber ich bin doch auch... Dann kam der dicke Kontrolleur in Bertie. Oh, Bill, ich hörte, du hast gute Arbeit geleistet, trotz einiger Unverschämtheiten gegenüber Bertie. Tja, was sich neckt, liebt sich. Henry und Douglas haben mir neue Reisezugwagen empfohlen und du, Bill, sollst sie aus dem Hafen abholen. Sie sind groß und schwer, aber ich traue dir diese Aufgabe zu. Vielen Dank, Chef. Sie werden's nicht bereuen. Wunderbar. Na dann, an die Arbeit. Wo geht's zum Hafen, Ben? Du erwartest, dass ich dir wiederhelfe? Dass ich wieder dafür sorge, dass du unverdientes Lob abbekommst und ich dafür nur in Schwierigkeiten gerate? Vergiss es! Nie wieder. Und Ben fuhr ins Depot. Okay. Thomas, führst du mich dann? Ich muss jetzt auf die Hauptstrecke. Tut mir leid. Edward, fahr einfach meine Nebenstrecke entlang. Ich schau mal lieber nach, wie es Ben geht. Edward brachte seine Güterwagen weg und fuhr zu Depot, um dort Ben vorzufinden. Ben,
Ist alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, seit Bill hier ist. Sag doch nicht sowas. Du solltest froh sein, dass ihr endlich wieder vereint seid. War ich auch zuerst, aber ich helfe ihm so viel und bekomme dafür nichts als Ärger. Aber ich glaube kaum, dass du das verstehst, Edward. Du hast ja keinen Bruder. Ich habe keine Brüder, Ben, weil meine Brüder alle verschrottet wurden. Oh, da kannst du doch froh sein, keine Nervensägen bei dir zu haben. So ist das nicht, Ben. Ich bin schon lange drüber hinweggekommen, aber vermissen tue ich sie immer noch. Du kannst froh sein, deinen Bruder immer noch an deiner Seite zu haben. Aber du weißt doch gar nicht, was hier los ist. Nur weil er neu ist, bekommt er so viel Aufmerksamkeit und mir schenkt keiner mehr Beachtung. Nicht mehr. Hä? Wie nicht mehr? Als du neu hier warst, haben wir uns alle um dich gekümmert. Haben dir alles gezeigt und waren stolz, wenn du mal was Neues gelernt hattest. Oh, so du sagst. Bill würde es auch nicht anders ergehen. Wenn er erstmal ein Weilchen hier ist, ist er auch nichts. Naja, Besonderes mehr im Sinne von, dass er halt wirklich dazugehört. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Schön. Also, was hast du jetzt vor? Ich fahre zu Bill, entschuldige mich bei ihm und helfe ihm gegebenenfalls. Na dann mal los. Ben machte sich auf den Weg, Bill zu suchen. Er ging davon aus, er habe sich verfahren. Aber dem war nicht so. Hä? Seit wann haben wir denn solche Schnellzugwaggons? Moment mal. Bill? Ben? Ja? Bill? Alles in Ordnung? Naja, ich habe den Weg tatsächlich gefunden und soll die Waggons nur nach Knapford bringen. Aber die sind schon ziemlich schwer. Na, dann helfe ich dir doch einfach. Ich fahre hinten als Schiebelok. Nein, warte! Kuppel vorne an, dann sehen alle sofort, dass du mir geholfen hast. Wirklich? Danke. Na dann mal los. Und die beiden Lokomotiven brachten den Zug mit Doppeltraktion zum Bahnhof. Der dicke Kontrolleur wartete schon auf sie. Oh, da sind ja die Schnellzugwaggons. Aber was machst du denn da, Ben? Die Waggons waren mir zu schwer, also hat er mir geholfen. Oh, wunderbar. Ich habe mir schon für euch beide was überlegt. Da Ben im Rangierbahnhof kaum was zu tun hat und Bill sich auf Thomas' Nebenstrecke sehr nützlich gemacht hat, schicke ich euch beide nach der Rangierarbeit auf Thomas' Nebenstrecke, wo ihr beide euch um den Güterverkehr und um die Rangierarbeit kümmert, damit Thomas mehr Zeit für seine Passagierfahrten hat. Wirklich? Oh, vielen Dank, Chef. Von nun an arbeiten Bill und Ben mit Thomas auf seiner Nebenstrecke zusammen. Ben hat seine Fehler gemerkt und ist nun doch sehr froh, wieder an Seite mit seinem Bruder zu sein. Abgesehen von der Güterarbeit rangierten sie nun auch gemeinsam, was viel effizienter war als vorher alleine.